Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot. Ja, wir sind heute im Level Bulldash. Was das für ein Level sein mag, das werden wir gleich sehen. Ich denke, der Name wird hier ziemlich Programm sein. Ich sehe das schon, wenn er schon so losgeht, dann ist das garantiert wieder so ein Level, wo uns ein riesiger Stein hinterher rollt. Die mag ich ja besonders gerne. So, na, du, bleib mal da oben. Wäre nett, ne? Ja, wäre nett, ne? Mach ich aber nicht. Bin ein Stein. Hau ich rein, ne? Kann der nicht mal kaputt gehen, dieser Stein? Ich meine, der ist ja schon gesprungen wie Sau. Kann der nicht mal irgendwie hier an der Seite hängen bleiben, kaputt gehen? Nee, der rollt wie ein Meister hier einen Hügel hinter uns her. Ah, klasse. Das ist gar nicht lustig, das ist gar nicht lustig. Och, hier, Safe-Raum. Ja, das ist wie mit einem Zombie-Spielen, ne? Da ist man froh, wenn man so einen Raum hat. Weil das ist ja dann wirklich Verschnaufspause ohne Gleichen. Los. Los, Crash. Na, herzlichen Dankeschön, ne? Ist ja überhaupt nicht lustig hier. Ja, die Sprünge müssen perfekt gepasst werden. Ja, das Spiel ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denken mag. Jetzt werdet ihr euch sagen, ja, true, der Blödmann, ne? Der sagt immer, das Spiel ist so schwer. Eigentlich kann der das nur gar nicht. Mag vielleicht sein. Vielleicht aber auch nicht. Das können nur die Leute beantworten, die es selbst gespielt haben. Herrlich, herrlich. So, ja, aber im Grunde genommen sollte ich mich hier wirklich mal ein Stückchen mehr anstrengen. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Sprungtaste ganz durchdrückt, in dem Versuch höher zu springen als normal, weil man sich sonst denkt, das geht nicht, das reicht nicht. Na, Leben, DND, noch so ein alter Kistchen und Lauf, Crash. Lauf, lauf, lauf. Gotta run now. Oh, Crash, der Stein ist hinter dir. Das finde ich nicht, Crash. Er rollt dich um, du guckst so panisch. Das ist richtig schwer, es fordert mich sehr. Oh nein, nee, das war Mega Man. Der Stein kommt immer näher. Nee. Es ist nicht schön, das mit anzusehen. Crash, gib jetzt richtig zu, na, oder du bist gleich platt wie eine Flunde. Nein! Hilfe! Ich höre das Ziel. Hilfe! Ja! Verschwinde nur! Hier war ein lila Edelstein, das heißt, wir können ja sowieso nicht alles holen. Ach Mensch, warum haben wir die ganzen bunten Edelsteine noch nicht? Ich wette, alle außer den grünen, den wir schon haben, gibt es in der letzten Welt, auf der letzten Insel. Traue ich dem Spiel zu, dass das so funktioniert hier, ne? Ja, 18 Boxes fehlen da und so, ein paar, ne? Nicht so viele, so. Mal sehen, ob das nächste Level einen von diesen bunten Edelsteinen beinhaltet. Mal sehen. Was haben wir denn da? Sunset Vista, das steht hier nicht auf meine Liste, das heißt, da können wir einfach so durch. Wahrscheinlich nimmt sich's nicht mal, ob wir hier alle Kisten mitnehmen oder nicht, weil wir wahrscheinlich sowieso wieder nicht alles holen können. Auf den ersten Run. Werden wir sehen. Ach, da geht ja schon mal gut los hier. Hallo. Machst du mir ein bisschen Feuer unter mir hinterher? Nee, das ist aber nett. So, rüber. Gibt aber gleich schon wieder ein Leben, ne? Also mit dem wird man hier wirklich zugebombt. Also man kann nicht meckern, dass man nicht genug Leben kriegt. Also doch können kann man das natürlich schon. Aber man muss es nicht. Und was haben wir hier noch? Ein Leben und unsere Maske. Unser Freund Aku, der mit der komischen Aussprache. Ja. An dieser Stelle mal eine kleine Aufforderung an euch, liebe Zuschauer. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was Aku sagt, wenn er aus seiner Kiste rauskommt. Ich finde ja, der sagt Bubuga oder Bubuga oder keine Ahnung, irgend sowas. Aber was das genau ist, was er da sagt, das kann ich euch nicht sagen. Oh Gott, das war aber knapp. So, jetzt hier drauf. Das war es nicht wert. Checkpoint, Safe State, liebe Kinder, Safe State. Rüber. Hier wird's aber lustig hier, ne? Das macht aber Spaß und ist fair. Noch mehr Leben. Ja, wie gesagt, mit den Leben geizen die nicht. Jetzt komme ich mir hier vor, wie wir auf Chocolate Island bei Super Mario World. Da muss man ja mal richtig abpassen. Weil der geht ja dann wieder in die andere Richtung. Ihr habt sie doch nicht mehr alle, ne? Das ist lustig, das ist tolerant. Jetzt mache ich hier erstmal wieder ein Safe State. Und dann gucken wir mal, ob da noch was drin ist vielleicht. Lustig und tolerant. Was habe ich da weggeschossen? Ich guck nach. Ach Mensch, den nehme ich natürlich gerne, den Herrn. So, lass mich durch. Ich brauche Bier. Gib mir Bier. Weg mit dir. Bier, weg mit dir. Ist ja voll fies. So, jetzt kommen die Fledermäuse. Genau in dem Moment, wo ich rüber kann, kommen die Fledermäuse. So, jetzt stehe ich sicher. Oh, dass die das alles so fies vom Timing abhängig machen müssen, ne? Das finde ich ja immer überhaupt nett in solchen Spielen. So, zwei außen, einer innen. Beide außen. Durch. Doch, einfach durch. Was wird denn das jetzt hier? Ja, das sind ja Denkaufgaben hier vorne. Hinten. Vorne auch.
zurück. Okay, vorne, hinten, vorne auf, nicht, okay, und zurück. Ja, ab, 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 ab. Erstmal ein Safe Starter. So, achso, ja, die gehen raus und rein. Das finde ich gar nicht fein. So, abwechselnd. Nee, hä? Das ergibt für mich keinen Sinn. Oder? Na doch, das ergibt für mich Sinn. Doch, das ergibt Sinn. So, jetzt geht das. Ist das Ziel, was ich dort höre? Das kann doch jetzt noch nicht sein, oder? Oh Gott! Nein! Das war aber nett. Ja, das sind die ziehen ein, wenn man drauf springt. Aber das gesehen ist nicht nett. Da muss man ganz vorsichtig sein. Weil das timingmäßig wirklich eine Saubeutelei ist hier. Das ist nicht nett. Da muss man ja mal sagen. Nett geht anders. So, jupp. 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 Das muss flott gehen hier. So, der geht aus. Jetzt geht er aus. Und jetzt hier drauf. So geht der. Und jetzt hier hoch. Nein, 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 nein. Und hier drauf. Oh Gott. So, jetzt bin ich hier. Rüber. Nehme ich. Was? Erst eine? Erst eine. Ja, das Level, das wird noch ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. So, hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und Bier. Ja, man muss ja auch mal ein paar Steigerungsformen mit drin haben, ne? Oh, hoppala. Ist hier noch was? Das sieht man ja manchmal nicht, ob da noch was ist. So einer ist das wieder, ne? Okay, außen, Mitte zum Auspendeln. Hopp, du ziehst wahrscheinlich ein, wenn ich auf dich drauf springe. Mitte zum Auspendeln, rüber. Was war das denn jetzt? Jetzt muss ich hier nochmal komplett hoch. Ich muss ja... Ja, ne? Ha, hallo, Freunde, ich bin's, Ralf. Ralf von der Baustelle. Ich muss Ihnen leider mitteilen, hier ist Umleitung aktiv, ne? Fahren Sie mal 20 Kilometer über München... Ja, da beim Udo Kinski, Versandhaus, und dann fahren sie nochmal dreimal rechts und fünfmal links, und dann, Saubeutelei. Saubeutelei! Nee. Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Außer dich, ja genau dich, dich mag ich. Ja genau, du Zuschauer. Dich hab ich lieb. So. Diesmal ein bisschen vorsichtiger. So, ja, rein. So, diesmal springe ich auf den drauf. Zu gucken, ob er da noch was kriegt. Nö, ist einfach nur zum Prestige kaputt machen. Übertreib noch. Dezent übertreiben. So, und rüber. Checkpoint! Checkpoint! Ich darf uns... So, kurz vorm Checkpoint. Oh, jetzt! Jetzt werden wir aber lustig hier. So. Sie können mich mal kreuzweise. Aber wirklich. Kommt das da raus? Nee, das ist nur eine Wand, oder? Das ist nur eine Wand. Du bist nur eine Wand. Ist mir egal, was du bist. Meine Seele kriegst du niemals. So, hopp. Ein Crash. Und ein Akku. Bruger! Er sagt Bruger, sagt der. Wenn euch der Begriff ist. Der Bruger. Sagt der Bruger. Ey, Otto, ist nicht in Ordnung, ne? Kann man da noch rechts weiter, wo die herkommen? Oder ist das einfach nur, damit die da herkommen? Nee, ist nur, damit die da herkommen können. Damit die einem hier richtig auf den Keks gehen können. Okay, jetzt. Guck mal, die steht voll in der Schussbahn. Aua! Also solche Level finde ich ja überhaupt nicht komisch, ne? Das ist ja... Das ist nett, geht nicht. Nee, wollen wir nicht. Erste Welt ist vorbei, warte, ja, jetzt wird's hier anspruchsvoll. Ah, ich hab keine Lust auf schwere Level. Ich geh gleich wieder Hello Kitty, der tolle Inselspaß spielen. Ach, klasse, das ist ja super gelaufen, ne? So, hopp. Ach. Düp, 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 düp. Das lief so gut. Düp, 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 düp. Ich zieh meinen Hut. Checkpoint. Ich sage Checkpoint. Wenn ich check... Oh. Ach, hi, du. Du bist dafür da, ne? Du bist hier für die Arbeitssicherheit zuständig. Genau. Beauftragter für Arbeitssicherheit. Roter Gecko. Roter Gecko, roter Gecko.
Ein Cortex. Sagt mal, ich habe jetzt von beiden Köpfen jeweils einen. Ja? Gibt hier zwei Arten von Köpfen. Mal so als kleine Nebenfrage, ne? Was gedenkt ihr denn, wie lange dieses Level, ich mach jetzt hier ein Safe State, noch dauern? Ja, geh ich dazwischen, ne? So sehe ich aus. Mahallo, liebe Fledermaus. Hab ich ja einen Anführer getötet? Rudolf Flattermann? Na, es ist mir egal, er hat's verdient. So, jetzt kommen die Fledermäuse. Jetzt geht das Ding aus. Und jetzt. One for it. Wäh! Jetzt warten wir auf die Fledermäuse. Fledermäuse! Fledermäuse! Haben ein flatteriges Gehäuse! Oh yeah! Dafür sollte ich gepeitscht werden. Ha. Ha. Und. Rally! Okay. Ja, den Sprung dann muss ich mit Safe State machen, weil. Das kann gut und gerne sein, dass der nicht hinhaut. Oh, der hat hingehauen. Oh, es ging. Wo war jetzt da die Schwierigkeit? Soll ich mal was zeigen? Soll ich mal was zeigen? Das haben wir auch lange nicht, ne? Das werden wir wahrscheinlich auch nie wieder kriegen. Aber wir haben es jetzt. Safe State. Zwei davon haben wir jetzt auch. Das ist ja schön. Ich zieh nochmal ein Safe State und dann reicht es auch wieder mit den Safe States. Ja, da drüben geht's dann nach. So, unten rein. Oben. Ja. Verstehe. Also jetzt so, genau. Jetzt unten rein. Jetzt rüber. Und jetzt springen und dann haben wir's. Da haben wir's. Und das war jetzt relativ überflüssig, wenn ich. Okay. So, weiter raus. Dann geht er unten rein. Jetzt könnte der genau. Jetzt könnte ich auch springen und wieder rein. Beide raus. Unten rein. So. Und hopp. Ach Gott. Das fordert mich hier gerade bis an meine Grenzen, ne? Das ist ja nicht mehr nett. Hui. Hallo. Habt ihr noch was? Ach, Neocortex Bonus Level. Das ist ja schön, da wir ein Safe State machen. Ja, ja, nett. Bonus-Round, Bonus-Round, im Bonus-Round, da geht es round. Oh, das sieht ja nett aus hier. Wie bei mir im Keller. Na, hoppala. Pew, pew, I'm firing my TNT. Na, hoppala. Na, du. Beppo, alles Fisch, hast mir gerade einen Schlüssel gegeben. Sag mal, warum machst denn du das? Ich dachte, du magst mich nicht. Du bist ja netter, ne? Haben wir einen Schlüssel gekriegt, ist ja nett. Ja, das kann man mal machen, ne? Netter Mann. Netter Mann. Genau, hier hat man die Ärger von den Neocortex Mono Stages. Meinte ich doch im Part zuvor. Habe ich sogar richtig gelegen. Pff. Könnt ihr bitte machen, dass er aufhört? So, jetzt hier mein Safe State. Mal sehen, ob ich den Sprung so. Ja. Das haut hin. Ja, wie gesagt, spielt das erstmal selber, bevor er über mich urteilt, dass ich so schlecht bin. So, noch ein Bonus Level. Ja, klasse. Mach ich gerne. Bonus Round, Bonus Round im Bonus Round. Da geht es Round. Aber diesmal mit der schönen Musik. Mit dem schönen Level wollte ich gerade sagen. Doch dann sah ich die TNT-Box und habe mir gedacht, Sammer. Ich glaube, die gehen mit hoch, oder? Ja, gehen sie. Hallo. Na, 45. Hatte ich nicht eben noch 40? Sag mal, die wissen aber auch nicht, wo vorne und hinten ist mit ihrer Zählung, oder? Sollen sie. Hätte ich nicht eben noch 15 Level und jetzt auf einmal 7. Ach, die Level sind vielleicht die Bonus-Level und gar nicht die richtigen. Keine Ahnung. Frascht mich nicht. Ich bin nur Putzfrau. Mach hier sauber für 2,50. So. Ach, jetzt wird sie wieder ein bisschen anspruchsloser. Das ist ja nett. Es geht jetzt bestimmt 10 Kilometer so, genau so weiter nach oben. Ach, da ist sogar eine sichere Plattform. Ich dachte, das wäre eine, die sich so reinzieht dann. Aha, hahaha, jetzt sehen wir aber, wie der Hase läuft, ne? Das ist ja süß hier. Jetzt werden die auch noch schneller. Ja, klar. Das mache ich gern. Sowas ist schön, das macht Spaß. Hui, hui, hui. Haben wir es bald? Oh, das ist ein Checkpoint. Ihr wisst, was das heißt, liebe Kinder. Da ist ein Safe State. War jetzt nicht kompliziert. Sowas machen sie dann zum Schluss des Levels. Aber mittendrin gleich mal sagen, ich bin's. Hä, der Ralf. Hä, du musst jetzt sterben. Na du, hätte ich dich noch gebraucht? Ja, bestimmt, ne? Nee, gar nicht. So, alles kaputt hier. Und bitte,
Sag mir, ich habe alles in diesem Level gefunden. Bitte, 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 bitte. Timer ist abgelaufen. Ja, ich liebe. Ja, irgendwelche Leute. Hier, dich. Ja, genau dich. 6 Gems, 1 Key. Und ich darf speichern und ich muss nicht mehr in das Level hier. Leute. Leute. Jetzt ist aber... Ach, nee. Wisst ihr was? Ich mach den Part jetzt nicht zu Ende. Einen Mauer noch. Das ist nämlich der Boss hier. Koala Kong, den gönne ich mir jetzt noch. Das habe ich mir jetzt aber verdient, mal einen Bosskampf zu machen. Koala Kong. Das ist ein netter. Der hat übrigens einen knackigen Arsch, der Kollege. Das ist er. Was will er? Das will ich nicht. Oh, der hat sogar 4 Lebenspunkte anstatt nur 3. Ja, das ist ein netter. Der wirft uns immer mit diesen Bröckchen ab. Und Ziel des Kampfes ist es, glaube ich, zu warten, bis einer von diesen Brocken liegen bleibt. Das ist dann nämlich der da, wo er so ewig zum Schleppen braucht. Den können wir dann, glaube ich, zurückschmeißen, wenn ich mich da... Genau, wenn er sich da so posiert, dann können wir den zurückschmeißen. Ja, die Lava kann uns Schaden machen, das ist dann nicht cool. Und den TNT-Dingern sollten wir natürlich ausweichen, wenn geht. Also jetzt kommt da wieder... Ich hab Muskeln, ich bin tolerant! Meine Klöten liegen gut in meiner Hand. Ja, da hast du meine Klöten. Na? Übrigens, ich glaube, wenn wir diesen Wagen treffen, dann treffen wir ihn nicht. Ja? Das ist natürlich sinnvoll. Wenn wir einen Wagen treffen, dann treffen wir ihn nicht. Aber wir müssen halt versuchen, diesen Wagen auszuweichen, wenn wir diese Dinger zurückschleudern. Und das werden halt jetzt auch mehr Wagen mit der Zeit. So, geht nicht. Das sind meine Klöten, die sind klein und rund. Ja, diese Klöten passen auch in deinen... Ja, lass mal lieber stecken, Koala Kong. Finde ich jetzt eigentlich höchst unerotisch, was du da veranstaltest. Aua! Ja, das fand ich wirklich höchst unerotisch, was du da veranstaltet hast. Ja, ich bin der Stärkste hier im Knast und der Quest Bandicoot ist... Aua! Was? Ah, ja, haben wir gerade so geschafft. Map heißt Karte. Ja, und damit haben wir die zweite Insel auch fertig, zumindest so vorerst. War aber wieder eine schwere Geburt, Kinder, ne? So, nächstes Mal machen wir dann weiter bei Heavy Machinery. Schwerer Maschinenraum, aber Moment, ich gehe mal kurz zurück. Wir mal was gucken, wir haben noch jetzt den Schlüssel. Heißt das, wir könnten, ja, wir können hier rein zu Whole Hog. Ein ganzes Schwein, ne? Können wir das nächste Mal ein ganzes Schwein gönnen. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal bei Crash Bandicoot. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin, euer Dr. Mundo. Ich gehe dahin, wo es mir hingefällt. Auch in Crash Bandicoot.